1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt vor vollendete Tatsachen gestellt. Und ich frage euch, hat man euch schon mal eine Wahrheit, einen neuen Umstand, irgendetwas komplett vors Gesicht gehauen und gesagt, so ist es jetzt? Und ihr habt überhaupt gar nicht vorher damit gerechnet. Ihr wart völlig platt. Vor vollendete Tatsachen gestellt. Das kann ja sein in einer Beziehung, dass plötzlich der Partner etwas sagt, womit ihr nie im Leben gerechnet hättet. Oder im Job. Vielleicht auch ein Testament, dass ihr vielleicht ein unerwartetes Testament bekommen habt. Oder es könnte auch sein, dass jemand sich aus dem ganz nahen Umfeld das Leben genommen hat. Und das ist eine Tatsache, mit der ihr knallhart und vollkommen unvorbereitet konfrontiert worden seid. Also vor vollendete Tatsachen gestellt, das ist unser Thema heute Nacht, und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Sabine ist meine erste Anruferin und Sabine ist 33. Sabine. Hallo Domian. Ja, Sabine, schön, dass du da bist. Vergeht gleich. Was ist das für eine Tatsache, die man dir um die Ohren gehauen hat? Ich habe vor ein paar Wochen von meinem ehemaligen Lebensgefährten gesagt bekommen, dass ich seine Sklavin sein soll. Hast du gerade gesagt, von meinem ehemaligen Lebensgefährten? Ja. Das heißt, meine Beziehung seitdem beendet ist. Ach so. Also, mal eins nach dem anderen. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? Über anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Und dann hat der vor kurzem zu dir was genau gesagt? Dass ich seine Sklavin sein soll. Dass du seine Sklavin sein sollst. Und du hast vorher überhaupt nicht geahnt oder gewusst, dass er in dieser Richtung irgendwie drauf ist? Also es waren ganz, sagen wir mal, zwischenmenschlich ganz normale Sachen. Man experimentiert in den Bereichen vielleicht ein bisschen, aber jetzt nicht das Extreme, so wie es halt dargestellt worden ist. Wie ist das Extreme denn dargestellt worden? Dass er im Endeffekt, ich sollte ihm halt gehören. Ich sollte alles machen, was er halt von mir verlangt. Jetzt nur im Rahmen eines sexuellen Spiels, mal ein paar Stunden nachts oder wie? Habe ich im Endeffekt auch gedacht, aber dann kam halt immer mehr heraus, dass er halt eigentlich der Chef sein will, in allen Bereichen. 24 Stunden lang? Mhm. Ach so, das ist ein großer Unterschied, ne? Ob man mal ganz großer Unterschied, zwei Stunden Rollenspiel macht oder ob man 24 Stunden Rollenspiel macht. Richtig, und ich meine, er hat mich auch so kennengelernt, ich bin eine sehr selbstständige Person und arbeite halt auch selbstständig und bin halt einfach vom Wesen her auch jemand, der eigentlich weiß, was er will. Klar sucht man auch die Anlehnung und so weiter, ja. Ich meine, das ist alles nicht das Problem, aber ich verstehe es einfach nicht. Aber als der dir das gesagt hat, dann wirst du doch wahrscheinlich erstmal schockiert gewesen sein und hast nachgefragt, wie er sich das so im Einzelnen vorstellt. Hast du mal ein paar Beispiele vielleicht, die er genannt hat? Ja, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, weil wir haben auch eine Kilometerdistanz zwischen unseren beiden Wohnorten, wenn ich halt jetzt mal bei ihm sein sollte über den Tag, wenn ich frei habe oder halt da unten was zu tun hätte bei ihm und er halt dann mich anrufen würde, dass er mir sagt, wie ich ihn zum Beispiel zu empfangen habe, wenn er nach Hause kommt. Ich meine, prinzipiell, ich kenne das Thema halt nicht und ich habe jetzt weder halt, dass ich sage, das ist wie krank ist das oder so, würde ich gar nicht sagen, aber erstmal da vor die Tatsachen, vor so einem neuen Bereich gestellt zu werden, das ist, war für mich ein Schock, weil ich einfach das nie so vermutet habe, dass es, es waren halt normale Sachen schon mal dabei, dass man halt mal dominiert, mal nicht dominiert, das ist, denke ich, in jeder Beziehung irgendwo, aber das ist halt so extrem und so. Hast du noch ein Beispiel, was er verlangt hätte oder was er sich vorstellen konnte? Ja, halt auch, dass diverse Kleidung halt dann auch zu tragen ist, wo man eigentlich nur noch meine Augen sieht. Und das sind halt für mich auch Sachen, wo ich sage, ich will halt auch als Mensch gesehen werden. Und ach so, also halt meine vermummt. Genau. Vermummt, mit Maske. Genau. Und um es nochmal festzuhalten, nicht nur mal für ein, zwei, drei Stunden Session, sondern dann für den gesamten Aufenthalt, während ihr zusammen seid. Genau. Eine Maske und Lederklamotten oder was? Aus Latex. Aus Latex.
Aber jetzt nochmal im Ernst, meint er das denn wirklich? Also ihr hattet. Ja, er meint das. Er hatte getrennte Wohnungen. Ja. Und er meinte das so, dass immer wenn ihr euch seht, egal bei wem, sollte das dann so ablaufen. Ja. Oder wenn wir unterwegs, wenn wir irgendwo hingehen würden und ich hätte jetzt vielleicht Kleidung an, wo ich ihm was drunter tragen könnte, dass er wüsste, ich hätte das an. Oder er würde mir auch Sachen rauslegen, die ich so anzuziehen hätte. Mhm. So, da hat er dir das so gesagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann eine Diskussion entstanden ist zwischen dir und ihm. Ja, sicher. Was hast du gesagt? Wie hast du reagiert? Ich war im Endeffekt schon schockiert, weil ich meine, er kennt mich als Mensch und er weiß, dass ich halt sehr, sehr willensstark eigentlich bin oder auch sehr, sehr, sehr ein hohes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein auch habe. Und dass es mir immer sehr, sehr wichtig ist, halt auch Freiräume zu haben. Mhm. Also war sofort klar, mit mir geht das nicht. Ich bin das nicht. Weil, ja. Also, wie hat er wiederum dann darauf reagiert, als du gesagt hast, ja, nee, ist nicht mein Ding? Ja, im Endeffekt, er will es aber so. Und er hat selbst noch, wir haben danach noch telefoniert nach diesem, sag ich mal, Tag, wo halt das alles rausgekommen ist. Und er hat immer noch gewartet, dass ich vor der Tür stehe und ihm sage, ich will das. Und dass ich zu ihm sozusagen sage, ich werde ihm gehören. Nach dem Motto, wir müssen der Kleinen den Willen brechen. Ja, das hat er auch gesagt. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und ich frage mich halt jetzt, was habe ich die letzten anderthalb Jahre gehabt? Weil ich habe immer gedacht, da ist halt auch Liebe und... Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man eine ganze Weile mit jemandem zusammen war, so etwas in der extremen Form nicht gedacht hat und dann sagt der das einem und meint das auch noch so bitter ernst und so umfassend ernst, dass das schon ein Schock auch ist. Ja, vor allem für mich war das schlimmer, ich kann im Umfeld gar nicht mit irgendjemandem darüber sprechen, die fragen alle, ja, warum ist das kaputt gegangen, warum ist das so gut zusammengepasst, ihr habt so gut harmoniert, so viele Ebenen gehabt, wo man einfach sich verstanden hat, ob es jetzt die Familie seinerseits, meinerseits waren oder es hat eigentlich im Grunde alles gepasst. Es gab klar überall kleine Reibungspunkte, aber ich denke, das ist halt auch normal, das gehört dazu. Jetzt hast du Schluss gemacht. Im Endeffekt er. Er hat mich sozusagen rausgeschmissen. Achso, weil er das nicht bekommt, was er gerne haben möchte. Warum hast du denn nicht aus Empörung heraus schon Schluss gemacht? Weil ich liebe ihn. Ich liebe ihn und ich habe gesagt, ich muss erstmal mit der Situation klarkommen. Ich habe gesagt, ich muss erstmal für mich erstmal sammeln, was das jetzt alles gerade war. Und man hätte ja darüber über die Sachen halt auch sprechen können, dass er mir erstmal vielleicht gezeigt hätte, was er jetzt wirklich genau meint. Meine Worte sind immer schön, aber dass man erstmal ein Gefühl dafür bekommt. Aber er sagte, er will auch nicht lange rumdiskutieren oder noch viel Zeit investieren. Ich muss dazu sagen, er hat halt auch eine Ehe halt hinter sich, wo er sagte, er hätte das nie da bekommen. Und er will es entweder jetzt, er will es einfach jetzt haben, von wem auch immer. Und das ist halt für mich als Mensch halt irgendwo auch ein Schock gewesen, weil ich dachte, er hat das in der Ehe hatte das nicht bekommen damals. Hat er das denn irgendwann schon mal erlebt oder gelebt? So etwas? Also im Endeffekt mit seiner ersten Freundin, aber die ist leider während der Beziehung halt verstorben und aber das, was er mir halt erzählt hat, war halt eine Experimentierphase. Und er hat wohl während seiner Ehe schon mal eine Affäre gehabt, die in dem Bereich halt so reingegangen ist, aber auch nicht so, wie er sich das halt vorstellt. Verstehe. Er will halt einfach Macht haben. Nun will er das und da lässt er sich nicht von abbringen. Nein. Und das heißt im Klartext, du liebst diesen Mann, aber letztendlich werdet ihr nicht zusammenkommen können wieder, oder? Richtig. Mhm. Und das Schlimmste für mich halt irgendwo ist, dass er halt sagt, dass er halt jetzt auch im Internet gucken wird, dass er sich informieren wird, wo er das bekommt und wo er das kriegt. Ich meine, ich verstehe das, wenn man halt... Ist das noch schlimm für dich? Ja, sicher. Das heißt, du hast dich von ihm eigentlich noch überhaupt gar nicht verabschiedet. Du würdest gerne mit ihm zusammen sein und würdest gerne, dass es wieder so wäre wie davor. Weil ich ihn halt anders kenne. Ich habe ihn halt, also heißt anders aber, kennen. Ich hab halt, ich ja, hab schon, halt, aber du kennst ihn jetzt eben so. Und das ist er auch, ne? Man kann sich ja nicht festklammern an dem, was davor war. Das ist ein Teil von ihm und offensichtlich ist dieses auch ein sehr großer Teil von ihm. Wenn Der Teil einfach gewachsen ist in ihm jetzt immer mehr und. Ja, ja, eben. Und wenn er Schluss macht mit dir, sagt das ja ganz viel aus. Das sagt, er opfert eure Beziehung für diesen Fetisch, den er offensichtlich sehr stark in sich ausgebreitet hat. Ja, gut, das andere ist halt auch, er weiß im Endeffekt darum, dass meine letzte Beziehung halt nicht sehr einfach war. Und dass ich da eigentlich sehr, was das sexuell halt angeht, sehr, sehr vorsichtig auch bin. Und
Aber es interessiert. Erkennt halt mein. Bitte? Aber es interessiert ihn offensichtlich nicht sehr. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Das heißt, ich mag schon, du bist sehr verletzt. Und das ist auch verständlich. Stimmt, ne? Ja. Ja. Weil ich einfach denke, hat er mich die ganze Zeit nicht gesehen. Was hat er dich die ganze Zeit? Ob er mich als Mensch halt nicht gesehen hat. Doch, wahrscheinlich. Doch, natürlich, natürlich. So würde ich es jetzt nicht überinterpretieren. Er hat es ja nur gefragt. Und du kannst es nicht so mitmachen. Das wertet dich als Mensch, so wie er dich vorher gesehen hat, ja nicht ab. Es ist nur so die traurige Quintessenz, dass ihr offensichtlich in diesem Bereich, in diesem schon extremen Bereich, das gebe ich zu, einfach nicht zusammenpasst. Mhm. Aber die Traurigkeit ist halt da, wenn du den Typ liebst, dass du halt jetzt Liebeskummer hast. Mensch, das ist ja, klar. Liebesschmerz, ganz klar. Ja, sicher. Ist halt sehr, sehr also heißt schwierig im Endeffekt. Klar, ich weiß auch, dass man nicht was zusammenbringen kann, was nicht irgendwo passt, dass halt jeder... Ja, und deswegen würde ich an deiner Stelle auch mich zurückhalten und jetzt nicht argumentieren und reden. Das bringt, glaube ich, eh nichts. Nee. Wenn noch was Entscheidendes passieren sollte, dann müsste das nochmal von ihm kommen. Ich bin dabei eher skeptisch. Ja, also ich denke halt auch, dass da... Er lebt halt diese oder will halt diese Welt leben und ich passe halt nicht... Ich habe halt meine Welt, ich sehe es halt irgendwo, wir leben halt in zwei verschiedenen Welten. Genau so. Und nur was mich halt erschreckt hat, dass er nach diesem Tag sozusagen dann die zwei Wochen noch erwartet hat, dass ich mich halt drehe. Und er hat auch gesagt, er hätte mich halt sozusagen in dem Sinne rausgeschmissen, weil er halt besorgen wollte, dass ich halt mich ändere. Mhm. Gut, das klappt nicht. Oder dass ich halt nicht ändere, dass ich halt sage, ja. Okay, das klappt nicht und so sind die Fakten nun mal im Moment. Ja. Tut mir sehr leid für dich, Sabine. Ist wahrscheinlich ein klassischer Liebesschmerz, wo du durch musst. Und du kannst da nichts ändern. Das vermute ich. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt vor vollendete Tatsachen gestellt. Seid ihr schon mal vor vollendete Tatsachen gestellt worden? Dass euch jemand knallhart irgendetwas ins Gesicht gesagt hat oder dass etwas passiert ist, womit ihr überhaupt gar nicht gerechnet habt, im Job, in der Beziehung, vielleicht auch in der Familie, wie auch immer. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Corinna ist hier und Corinna ist 46. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Ja, hallo Corinna, schön, dass du da bist. Ja. Was sind das für Tatsachen, vor die du gestellt wurdest? Ich bin vor der Tatsache gestellt worden mit 16 Jahren, dass ich wieder zurück ins Heim gehen soll. Mit 16 Jahren? Ja, genau. Wieder zurück ins Heim. Wo warst du vorher gewesen? Ich war bei der Pflegefamilie. Ich bin mit 3 Jahren zu einer Pflegefamilie gekommen. Ja. Und die haben mich zur Pflege genommen, weil sie immer dachten, sie könnten keine eigenen Kinder bekommen. Mhm. Das war dann leider ja oft genug. Und dann war es aber so, dass sie 2 Jahre später schon direkt die Tochter bekam und nochmal ein paar Jahre später einen Sohn. Ah, du warst das fünfte Rad im Wagen? Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe mich immer wie Fremdkörper gefühlt. Die haben dich nicht gleichberechtigt behandelt, so wie sie ihre eigenen Kinder behandelt haben? Nein, nein. Und das war eine Pflegefamilie, die hatten dich nicht adoptiert? Nein, die haben mich nur in Pflege genommen. Und haben dich dann... Weil dann kassiert man ja Kohle. Ach so, genau. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Als die eigenen Kinder dann in die Familie kamen, haben die dich aber weiterbehalten, eben aus Gründen des Geldes, meinst du? Ist meine Vermutung. Also auch andere, die mich früher kannten und heute mich wiedergesehen haben, haben auch gesagt, also die können sich daran noch so gut erinnern. Ja. Auch an die Leute und auch an meine Situation. Also es ist nicht nur Einbildung. Was war das Schlimmste, wenn du jetzt zurückdenkst an deine Kindheit und Jugend in dieser Pflegefamilie? Diese Missachtung, Schläge. Mhm. Also Gewalt gab es. Schuldig gemacht zu werden, ja. Gewalt gab es. Gewalt. Ja, aber nur mir gegenüber. Aha, also die eigenen Kinder wurden nicht geschlagen? Nein. Hm. Bekommt man nur bis zum 16. Lebensjahr Geld als Pflegefamilie? Das kann ich gar nicht sagen, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß nur, ich bin da vor diese Tatsache gestellt worden, weil sie geplant haben, in ein anderes Bundesland zu ziehen und eben halt mich dann nicht mehr mitzunehmen. Ich habe es nicht verstanden, dich nicht mitzunehmen?
Mich wollten sie dann nicht mehr mitnehmen, nein. Die Leitung ist ein bisschen verknotet. Das heißt, mit 16 Jahren hat man dir gesagt, zack, Corinna, zurück ins Heim. Ja, zumal wir haben es mir ganz persönlich gesagt. Das war ja so, es hieß, ich sollte mit denen damals meinen Vormund fahren und besprechen, wie es jetzt mit Ausbildung und etc. aussieht. Mhm. Und dann saßen wir da in diesem großen Raum. Ich habe da auch das erste Mal überhaupt den Vormund wahrgenommen. Mhm. Und der Vormund sagt so, ja, wir haben uns ja hier zusammengesetzt, um zu besprechen, in welches Heim Corinna kommen soll. Ach, und du wusstest gar nichts? Und dann sag ich da, nee, gar nichts. Mhm. Ich war wie vom Donner gerührt. Mhm. Und dann hat der Vormund das wahrgenommen, hat dann gesagt, ach, du setz dich da noch mal nach draußen kurz hin. Mhm. Hast du geweint oder was hast du getan? Ich habe draußen gesessen, habe überlegt, haust du jetzt ab oder nicht? Nee, ich meine, in der ersten Reaktion, als ihr alle zusammensaßt, wie hast du da reagiert? Ich war zuerst geschockt nur. Ich konnte noch nicht weinen. Das kam später. Und das Geschocktsein hatte der Vormund mitbekommen? Genau. Ja. Der hat wohl mein Gesicht gesehen und dass ich wirklich da starr saß und überhaupt nicht mehr wusste, was jetzt los war. Wie ging es dann weiter? Dann ging es so weiter, dass ich dann nochmal später reingeholt wurde und dass man sich dann für ein bestimmtes Heim entschlossen hatte. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren. Und ab da bin ich dann nur noch eingesperrt worden. Ich weiß das noch, dass am Nachmittag von meiner Patentante Geburtstag gefeiert werden sollte. Und da durfte ich schon nicht mehr mitfahren. Also die haben mich dann zu Hause eingeschlossen, die sind dann zur Feier. Und ich konnte mich von niemandem mehr verabschieden und überhaupt nicht mehr meine Situation darstellen. Wie lange warst du denn dann noch zu Hause? Ich war nur noch von diesem Donnerstag bis darauf den Montag. Ach so, dann nur noch ein paar Tage und in dieser Zeit quasi eingesperrt in deinem Zimmer? Ja, im Zimmer oder dann in der Wohnung. So. Eben in der Wohnung. Mhm. Ja. Nun könnte man ja vielleicht auch so denken, du hast es bei diesen Leuten überhaupt nicht gut gehabt. Warst du nicht irgendwo auch ein bisschen froh, da wegzukommen? Ja, also in der Situation noch nicht sofort. Aber als ich dann im Heim war, da fühlte ich mich auf einmal wohl. Ach so, da hast du dich da nach einer Woche war es auf einmal, dass ich dachte, boah, ist ja gar nicht so schlimm. Mann. Und ich habe das erste Mal wieder wahrgenommen, dass ich gesehen werde und wahrgenommen werde von anderen. Also ich hatte tolle Erzieherinnen und ich konnte eigentlich da in der Zeit gar nicht klagen. Also war das fast sogar ein Glück dann, dass man das so arrangiert hatte für dich? Ja. Das war nicht als Glück von denen gemeint, aber für dich war es letztendlich. Für mich hat es sich so rausgestellt. Ja, ja. Wie lange warst du dann noch in dem Heim? Da war ich dann noch ein knappes Jahr, also so bis ich 17 war. Mhm. Und dann bin ich nochmal zu Pflegeeltern gekommen, die ich aber kannte. Das waren Trainer und Trainerinnen vom Handballverein. Ach so. Die haben mich dann zu sich genommen, und aber das ist dann von meiner Seite her dann schief gegangen, weil ich einfach kein Vertrauen mehr fassen konnte. Mhm. Also, dann hast du aber auch schon einiges hinter dir, ne? Bezogen auf deine Jugend und Kindheit. Ja. Ja. Doch. Was ist mit deinen leiblichen Eltern? Kennst du die? Weißt du was über die? Die kenne ich nicht. Also ich kenne die Namen, und ich habe wohl mal vor ein paar Jahren habe ich die leibliche Tante mal kennengelernt, also Schwägerin quasi von meiner Mutter, über Internet, so Adresse und so weiter. Mhm. Und auch ein Foto von meiner Mutter bekommen. Also das ist schon für mich wieder so ein Ding, dass ich sagen kann, aha, da kann ich wieder ein bisschen abschließen, weil diese Mutter nicht mehr das Phantom ist, sondern ich habe es als Bild vor mir. Ah ja, aber du hattest nie das Bestreben, die Mutter persönlich kennenzulernen? Doch, hatte ich, auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt einfach keine Anhaltspunkte, und ich weiß nicht, wo und wie ich da noch weiter suchen soll. Hm, Hast du zu dieser Pflegefamilie irgendwann noch mal Kontakt gehabt? Nein, gar nicht mehr. Überhaupt gar nicht. Die haben es nochmal, die haben mit gutem Gewissen versucht, also sprich mir nochmal so große Süßigkeiten, Paketen geschickt oder so. Mhm. Aber ich wollte dann auch nicht mehr, dann war vorbei. Mhm. Das heißt, da hast du so viele Jahre deines frühen Lebens verbracht. Und das war dann mit diesem Auszug, dein Einzug in das Heim, war es vorbei. Von heute auf morgen quasi. Ja, genau. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Aber dennoch prägend immer noch so die ganze Zeit. Also die hat mich schon, also prägt mich auch heute noch, was Vertrauen angeht und Selbstwertgefühl oft. Wie lebst du heute? Hast du selbst eine Familie? Ich habe drei Kinder. Ich bin zwar mittlerweile geschieden, aber meine drei Kinder sind klasse. Mhm.
Und ich bin stolz auf jeden Einzelnen. Und das ist schon eine tolle Sache, dass ich die habe. Genau, das ist eine tolle Entwicklung nach all den schlechten Dingen, die früher passiert sind. Ja, genau. Ja. Liebe Corinna, danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Ja, danke. Auf Wiederhören, tschüss. 0800 220 5050 und unser Thema heute Nacht heißt vor vollendete Tatsachen gestellt. Wer von euch wurde schon mal vor eine vollendete Tatsache gestellt und ihr wart sehr geschockt, weil ihr genau damit überhaupt nicht gerechnet habt? Vielleicht im positiven Sinne oder auch sehr im negativen Sinne. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Helmut. Helmut ist 66. Guten Morgen. Helmut? Ja, ich bin da. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, also bei mir ist es folgendermaßen. Also bin ich geschockt, dass ich hier durchgekommen bin, aber naja, gut. Folgendes ist, meine Tochter, es geht um meine Tochter, meine jüngste Tochter, ist Knallerfall nach Albanien, hat hier alles stehen und liegen lassen. Nach Albanien? Nach Albanien, hat dort geheiratet und kommt wieder und ist schwanger. Hatte sie denn einen albanischen Freund hier in Deutschland? Den hat sie ja kennengelernt und hat sich von dem getrennt. Und weil sie von ihm vergewaltigt worden ist und auch der schlimm eifersüchtig war in schlimmster Form, hat sie mir auch selbst geschildert und meinen Töchtern auch. Ich habe noch zwei große Töchter auch geschildert. Und dann kam der wieder und dann hat sie vorher noch Angst gehabt, und dann hat sie sich innerhalb von einer Woche entschieden, ich gehe nach Albanien. Und sie hatte eine wunderbare Ausbildung als... Also sie ging dann zu diesem Mann, von dem sie sich eigentlich getrennt hatte und der sie vergewaltigt hatte. Ja. Zu dem ging sie dann nach Albanien. Nach Albanien. Zu deren Familie, zu dessen Familie. Zu dessen Familie und fühlte sich dann wohl, hat dort Urlaub gemacht und was weiß ich alles und kam nach 3-4 Monaten wieder. Und ich habe ja immer gesagt, wir haben dann über Internet Verbindung gehabt und gesagt, wovon wollt ihr leben und was ist, ich habe da nie eine Antwort bekommen. Und ist sie denn freiwillig nach Albanien gegangen? Ja, ich sag mal ja. Wir wissen es nicht. Und du weißt es bis heute nicht. So genau, aber sie kam dann wieder und wir haben ihr vorher, also nicht nur ich, ich war auf Montage in und konnte deswegen nicht so direkt eingreifen, aber ich habe noch zwei große Töchter, die ihr dann gesagt haben, macht das nicht, macht das nicht, ihr könnt euch ja alles, ihr könnt ja alles machen, ihr könnt euch lieben und alles. Aber du musst doch nicht deine Ausbildung so auf Knall und Fall hinschmeißen. Hat sie aber gemacht. Ja, was für eine Ausbildung? Ohne sich abzumelden, ohne alles irgendetwas zu regeln. Ja. Was war das für eine Ausbildung? Als Zahnarzt. Als Zahnarzt. Wann war das, Helmut? Das war vor einem halben Jahr hat sie die Ausbildung abgebrochen. Achso, vor einem Jahr. Und wie alt ist deine Tochter? 22. 22. Jetzt ist sie wieder zurück. Jetzt ist sie wieder da und ist schwanger. Und von diesem Mann? Von diesem Mann. Und lebt mit diesem Mann hier in Deutschland zusammen? Nein, der darf ja nicht zurück, weil er ja Einreiseverbot hat, weil er illegal eingereist ist und erwischt worden ist und dann darf er 10 Jahre nicht zurück. Aha, und diese Vergewaltigung wurde natürlich auch nie hier an die Behörden... Nein, das wurde nicht gemeldet und das war auch, hätte ich damals machen können und müssen. Ja. Ich habe das aber nicht so, es war auch... Klingt alles sehr, sehr merkwürdig, klingt dubios. Bist du ein bisschen hinter die Kulissen mittlerweile gucken können? Warum, was da los ist? Was für Gefühle in deiner Tochter? Ja, sie hat mit meinen Töchtern gesprochen. Die haben ja mit meiner mittleren Tochter hat sie gesprochen und die hat gesagt, sie hat dann selbst gesagt, sie hat ja, was weiß ich, alles gesagt, wenn du das machst, das ist der größte Fehler deines Lebens, hat sie gesagt, ja, das weiß ich, aber ich mach's trotzdem. Und dann ist jede Argumentation zu Ende, dann kann man nichts mehr sagen. Glaubst du, dass sie Angst hat, etwas zu sagen? Nein, das glaube ich nicht. Jetzt weiß ich nicht. Was empfindet sie denn für diesen Mann, der ihr das angetan hat? Ach, sie liebt ihn wahnsinnig. Sie liebt ihn wahnsinnig, obwohl er sie vergewaltigt hat. Vergewaltigt, ich will mal so sagen, ich rede jetzt mal ein kleines bisschen offen. Er hat versucht, bei ihr von hinten anal einzudringen, hat es auch gemacht und sie hat geweint und es hat ihr sehr wehgetan. Und hat es trotzdem gemacht. Da hat sie mir selbst erzählt und da habe ich gesagt, sowas darfst du nicht zulassen. Ich habe das nicht als Vergewaltigung gesehen, sondern mal... Ja, wir wollen sehr vorsichtig sein mit dem Begriff Vergewaltigung. Ja, wir wollen nicht... Ja,
wann und wo eine Vergewaltigung in der Ehe anfängt, das, ich habe das auch nicht beraten lassen, das weiß ich nicht so genau. Sie hat es so ausgedrückt. Jetzt lebt deine Tochter bei dir in der Nähe? Ja, bei mir in der Nähe. Ja. Und ich habe einen sehr losen Kontakt und helfe ihr in keinster Weise mehr. Ach so. War der Kontakt denn vorher besser? Nicht finanziell mehr. War der Kontakt denn vorher besser? War vorher besser, ja. Ja. Und du hilfst ihr jetzt nicht mehr, weil? Weil ich ihr gesagt habe, wenn du das machst, dann musst du wissen, du trennst dich von deiner Familie. Du trennst dich von allem. Warum? Und nun erwartet sie, dass wir ihr helfen. Ja. Warum ist das so, wenn sie das macht? Warum hast du das so empfunden? Dann trennt sie sich von ihrer Familie. Warum? Weil sie sich alles hinschmeißt. Alles hinschmeißt. Alles weglässt. Sie ist nicht mal hingegangen zu ihrer Ausbildungsstelle, hat sich dort abgemeldet. Ich habe ihr gesagt, wenn du nicht den Mut dazu hast, dann machst du was falsch. Wir haben über Internet noch gesprochen und geredet oder geschrieben, besser gesagt. Das heißt, ihr lebt jetzt? Wovon wollt ihr leben? Und wie wollt ihr das alles realisieren? Das geht doch gar nicht. Ihr habt keine Ausbildung. Ja, ihr ist gut. Sie ist ja alleine. Sie ist jetzt hier alleine. Sie ist alleine. Und von was lebt sie? Von Sozialhilfe. Ja. Ist das für dich hart, als Vater so jetzt die Situation vor Augen zu haben? Hart. Ja. Hart. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Darf ich sie noch unterstützen oder nicht? Ich will es mal ganz salopp sagen. Ich habe mindestens 5.000 Euro für sie investiert, damit sie eine Ausbildung bekommt. Ich habe alles gemacht, damit sie eine Ausbildung bekommt. Und dann schmeißt sie alles hin. Sehr ärgerlich. Sie sagen zu mir, Fadi, das hast du verkehrt gemacht. Ist das richtig? Was hast du verkehrt gemacht? Dass ich viel Geld für sie bezahlt habe, mindestens 5.000 Euro. Ja, ich habe Schulden für sie beglichen, ihren Umzug beglichen und alles. Und die anderen Töchter sagen, dass du das verkehrt gemacht hast? Ich habe das verkehrt gemacht. Warum? Weil sie niemals die Härte ihrer Entscheidungen spüren musste, sondern sie ist immer weich gefallen. Ach so. Immer weich. Immer mal der Vater daran hat bezahlt. Naja, das ist ja jetzt dann vorbei. Das ist jetzt vorbei. Ja, jetzt zahlt kein Vati. Mache ich das richtig? Jetzt ist sie schwanger. Ja, das ist natürlich so eine Frage, Herr Müller. Es ist immerhin noch deine Tochter. Ja. Und dass sie eine gewisse Härte spüren muss, finde ich völlig in Ordnung. Dass sie sich auch nicht darauf verlassen kann, dass immer der Papa da im Hintergrund dann ihr unter die Arme greift. Aber irgendwann wird wahrscheinlich dein Herz doch wieder näher zu ihr hinrücken. Ja, das ist ja schon da. Ja, und dann hilft man auch. Ja. Ich weiß jetzt die gesamten Zusammenhänge nicht, aber das Mädel ist jetzt alleine, sie ist schwanger. Vielleicht hat sie einen Fehler gemacht. Vielleicht ist irgendwas unter Druck entstanden. Ich weiß es nicht. Aber so gänzlich hängen lassen kann man sie natürlich dann auch nicht. Würde ich auch nicht machen. Ich sag mal, ich lasse sie an der großen Leine. Ja. Meine Töchter sagen zu mir, ich habe noch zwei große Töchter, habe ich schon gesagt, die sagen zu mir, Vati, du darfst dir kein Geld mehr geben. Ja, das ist ja okay. Das kannst du ja auch erstmal reduzieren und mal sehen, wie die Dinge sich entwickeln, wenn das Baby erstmal da ist. Vielleicht entwickelt sich ja dann noch. Ich habe ja auch klar und deutlich gesagt, zu diesem Mann kann ich keine Beziehung entwickeln. Das habe ich ja klar und deutlich gesagt. Der hat dich aus deiner Ausbildung rausgerissen. Und wie kam es denn überhaupt, dass sie dann wieder hierher gefahren ist und dass sie nicht dort unten geblieben ist? Ja, weil der hierher will. Der hat sie geheiratet und nur aus dem Grund, so sehe ich das, wird wohl auch Liebe ein bisschen dabei eine Rolle spielen. Verstehe. Aber er will nach Deutschland. Das geht aber erstmal die nächsten 10 Jahre nicht. Hast du das mir gerade gesagt? Weiß ich nicht, wie im Rahmen der ich kenne mich in den Gesetzlichkeiten nicht aus, wie die Familienzusammenführung da funktioniert. Ja. Dann sagen, es ist eine Familie, der hat ein Kind hier. Das ist ja auch noch ein Vorteil für ihn. Ja. Hat ihr das Kind doch wissentlich gemacht. Ja. Hat ihr das Kind doch ich verstehe, das ist schon eine sehr, sehr schwieriges sehr schwierige Geschichte für dich und für einen Außenstehenden sehr kompliziert zu durchschauen auch. Ja. Letztendlich wirst du natürlich deine Tochter zu deiner Tochter stehen, wenn irgendwie große Schwierigkeiten da sind, das ist ja auch normal. Aber lieber,
Ich habe jetzt Probleme damit, sie einfach so da sitzen zu lassen. Nein, das tust du ja auch nicht. Du hast ja gerade gesagt, dass du sie an der langen Leine hältst und ich höre das ja auch schon raus, dass da doch schon auch eine enge Bindung ist. Ich danke dir für den Anruf, wünsche dir und deiner Tochter alles Gute. Dankeschön. Helmut, alles Gute. Gut, ja, gut. Was soll ich sagen? Du machst eine sehr schöne Sendung. Ich gucke sie fast jeden Abend. Ich zeichne mir das immer auf. Ich danke dir. Ja. Auf Wiederhören. Gut. Tschüss. Dankeschön. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und unser Thema heute Nacht heißt vorvollendete Tatsachen gestellt. Hier ist Matthias. Matthias ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Matthias. Was ist das für eine Tatsache bei dir? Heute um 8.30 Uhr habe ich von einer Sekunde auf die andere, Bruchteil einer Sekunde auf die andere, ein Kind angefahren. Heute? Ja. Um 8.30 Uhr heute Morgen? 18.30 Uhr heute Nacht, heute Abend. Ein Kind angefahren? Ja. Beschreib mal den Vorgang, was da passiert ist. Ich war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, fahre auf einer ganz normalen Hauptverkehrsstraße, einen Weg, den ich täglich fahre, stehe an der Ampel, beschleunige, an der nächsten Querstraße, ich hatte noch nicht mal die erlaubte Geschwindigkeit für die Stadt erreicht, springt ein Kind vor einem Auto mit ist richtig losgerannt zwischen den Autos durch und vorne rein. Das ist genau die Horrorvorstellung, die wir Autofahrer haben. Das ist das, was man niemals erleben will. Genau, das heißt, dich trifft de facto keine Schuld und dennoch schockt es einen ungemein. Es sind zig Zeugen da. Ja. Es hat sich eine Dame auch bereit erklärt, die Polizei, ich habe nach der Spurenlage, sagt er, keine Schuld, aber das hilft ja nicht, da ist ein Mensch im Krankenhaus. Wie alt ist das Kind? Also 8 bis 10, schätze ich. Wie schwer verletzt ist das Kind? Soweit ich erfahren habe bisher, Unterschenkelbruch. Also der hatte einen großen Ranzen auf. Ja. Sich im letzten Moment natürlich noch zur Seite irgendwie gedreht und damit dann mein verfluchtes Auto getroffen. Ja. Und du fuhrst ungefähr 40? Weiß ich nicht, höchstens. Ja, sowas. Ja. Ich höchstens. Meine, wenn es jetzt nur der Unterschenkelbruch ist, dann wäre es ja noch glimpflich. Ja. Alles. Na, an alles andere mögliche mag ich gar nicht denken. Mhm. Wie lief das denn ab? Die Polizei kam dann wahrscheinlich sehr schnell? Ganz schnell. In Berlin sind ja viele Zivilfahnder unterwegs. Mhm. Da war sofort einer da. Aus einer Seitenstraße tauchten Feuerwehrleute in so einem Quasi-Dienstfahrzeug auf. Also nicht in einem Einsatzfahrzeug, sondern wo die so zwischen den Wachen mit hin und her fahren. Da war überhaupt sofort jemand da. Mhm. Es kam auch sofort ein Notarzt, dann das ist ja eigentlich in einer großen Stadt eigentlich. Ist das immer Gott sei Dank sehr schnell geregelt, genau. Ich hätte doch überhaupt nicht selber regeln können. Konntest du danach noch weiter Auto fahren? Bitte? Konntest du danach Auto fahren? Ich bin nur noch nach Hause gefahren. Ja. Hm. Wie geht das jetzt? Wirst du informiert über den Gesundheitszustand des Kindes? Nein, standardmäßig nicht. Das heißt, vielleicht erfährst du gar nichts mehr, kann das sein? Vielleicht erfährst du gar nichts mehr? Wenn ich mich nicht kümmere und die Eltern mich nicht anrufen, passiert gar nichts. Aber du kannst dich kümmern und könntest irgendwo dann etwas erfahren? Ich kann mich kümmern, ja. Mhm. Wirst du sicher auch tun, oder? Ich bin mir sehr unsicher, wie ich mich verhalten soll. Ich kann jetzt nicht bei den Eltern anrufen, wie geht's denn eurem Sohn? Mhm. Ich hätte ja diesen Menschen, dieses Kind auch niemals kennengelernt. Mhm. Da bin ich noch am Zweifeln bei mir, wie ich mich verhalten soll. Deshalb sitze ich ja nachts um 1:30 auch noch warten. Also, dass man vielleicht direkt die Leute privat anruft, weiß ich auch nicht, ob das so das Richtige ist. Na, die Polizei hat mir eine Telefonnummer gegeben, also die haben gefragt. Ne? Ach so. Ja. Nun konnte ich heute nicht mehr anrufen, die wären heute im Krankenhaus gewesen sein. Ne? Also Matthias, ich will dir mal so ganz spontan sagen, ohne jetzt lange drüber nachzudenken. Ich versetze mich in die Situation der Eltern. Das ist mein Kind, was im Krankenhaus liegt. Ich weiß, dass der Fahrer keine Schuld trägt. Mein Kind liegt aber im Krankenhaus. Fände ich das eine sehr nette Geste, wenn der Fahrer mich anrufen würde. Mhm. Würde ich sehr nett finden. Mhm. Und wenn die Menschen nicht mit dir sprechen wollen, aus welchem Grund auch immer, können sie auflegen oder sie sagen nichts. Mhm. Aber ich finde das eine sehr herzliche Geste, wenn du da anrufst. Vielleicht nicht gleich morgen, aber in den nächsten Tagen. Ja.
Und du trägst ja keine Schuld. Es wäre noch viel, viel, also viel schlimmer, wenn du Schuld tragen würdest. Ich fühle mich überhaupt nicht ein bisschen schlecht. Ja. Das ist dieser saudumme Zufall, den überhaupt keiner ausschließen kann. Der immer nur passieren kann. Ja, zwei Minuten später von der Arbeit weg, eine Ampelphase später. Natürlich. Ja, aber so ist es. Mhm. Wollen wir hoffen, dass es nur bei dem Unterschenkelbruch bleibt, dass das Kind vielleicht in ein paar Tagen wieder sehr wohl auf ist. Komm du mal ein bisschen zu dir und ruf mal morgen und übermorgen an. Finde ich, kann man machen. Mhm. Ne? Alles klar. Vielleicht kannst du ja sogar mal sehen, wie, wenn die Eltern sehr nett sind, kannst du den, ein Junge ist das, ne, sagst du? Ja. Besuchst du den Kleinen mal im Krankenhaus? Nimmst du irgendwas Süßes mit oder weiß ich was, worüber ein Kind sich freut? Ja gut, das habe ich jetzt noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, weil ich bin natürlich auch Betroffener, ne? Wie meinst du? Ich selber bin betroffen, weil diese Situation, mit der lernt man ja nicht in irgendeinem Vorfeld dann umzugehen. Ne? Ja, klar. Ja, sicher. Ja. Ich kann dir sehr gern auch noch ein kurzes Gespräch, oder was heißt kurzes, ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, wenn du möchtest. Ja, gerne. Vielleicht komme ich dann etwas zur Ruhe. Ja, sehr gerne. Dann ruf dich Sabine gleich an, Matthias. Alles klar. Wünsche alles Gute. Danke. Und vor allen Dingen wünschen wir dem Kleinen alles Gute, ne? Na eben, ja. Ja, das Wichtigste. Was bin ich da interessant? Ja. Alles Liebe. Mach's gut. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Zu unserem Thema heute, vor vollendete Tatsachen gestellt. Wann ist in eurem Leben mal etwas passiert, womit ihr überhaupt nicht gerechnet habt? Wo ihr quasi überrollt wurdet von 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Sandra ist hier. Sandra ist 26. Hallo Sandra. Hallo. Hallo. Ja, Sandra, du hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Was ist das bei dir? Also, ich bin 26, lebe in Nordrhein-Westfalen und meine Mutter hat mir mit 14 gebeichtet, dass sie anschaffen geht und tut es auch immer noch, also bis zum heutigen Tage. Mhm. Und ja, damit zurechtzukommen ist nicht so einfach bis heute. Die hat dir mit 14, also da warst du 14 Jahre alt? Ja. Hat sie dich quasi vor die vollendete Tatsache gestellt, ich bin Arbeit als Hure. Genau. Und was hattest du vorher gedacht, was deine Mutter beruflich macht? Also sie hat früher geputzt, das hat sie auch wirklich getan. Und als ich dann 9 war... Was hat sie früher? Sie hat früher geputzt. Geputzt, ja. Mhm. So, und als ich dann 14 war, hat sie uns, also mein Bruder und mir, dann gebeichtet, dass sie anschaffen geht. Also du dachtest vorher, dass sie Putzjobs hat? Und genau, also sie hat wirklich geputzt eine Zeit lang, das weiß ich auch, weil ich dann auch teilweise mitgenommen worden bin zu den Putzjobs und so. Aber als ich irgendwann 14 war, beziehungsweise bevor ich schon 14 war, kamen so Gerüchte in der Stadt, wo ich halt wohne, auch, dass da irgendwas anderes ist. Ach so. Wie lange hatte sie denn da schon als Hure gearbeitet, als sie dir das gesagt hat? Also als ich 14 war, hat sie zu mir gesagt, dass sie das macht, seit ich 9 bin. Mhm. Wie war das für dich, wenn man als 14-Jährige hört, meine Mama ist eine Prostituierte? Ja, das ist wie damals immer noch schrecklich für mich. Also, hast du es überhaupt richtig kapiert, was eine Prostituierte ist und was die macht? Ja, natürlich. Ja. Ich bin auch, also ich habe gedacht, ich drehe durch, als ich das erfahren habe. Und sie hat mir auch gesagt, wo sie das macht. Und wo hat sie es denn gemacht? Wo sie das gemacht hat, sie hat das in einem Club gemacht von, Ach so, in einem Club, also nicht auf der Straße, in einem Club. Nee, in einem Club halt. Mhm. Du hast gerade gesagt, es gab da auch noch, oder gibt da einen Bruder. Genau, der ist 2 Jahre jünger als ich, der ist 24. Damals war der 12. Genau. Und dem hat sie es auch gesagt? Ja, wir sind beiden zusammen. Mhm. Als 12-Jähriger ist das dann wahrscheinlich dann noch schwieriger zu verstehen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der geht damit irgendwie ziemlich locker um und, aber so bis heutigen Tage auch ziemlich locker um, aber für mich ist das irgendwie immer noch schwierig. Mhm. Deine Mutter war damals alleinerziehend? Ja, nee, sie war nicht. Sie ist immer noch mit meinem Vater zusammen. Ach so, ihr wart damals eine Familie? Ja, wir waren damals eine Familie und. Und was hat dein Vater? Wusste der, dass sie das macht? Ja, sie hat ihm das auch direkt gesagt. Also sie hat das nicht angefangen zu machen, ohne irgendwie, dass er das wüsste oder so. Sondern sie hat das schon so gemacht, dass sie hat ihn schon irgendwo um Erlaubnis gefragt. Also es muss irgendwie so gewesen sein, hat sie damals immer zu mir gesagt, dass es irgendwie große Schulden gab, die irgendwie auf sind. Mhm. Und dementsprechend hat sie dann irgendwann angefangen, das zu machen, weil sie eben keinen anderen Ausweg mehr musste aus dieser Schuld. Und mit dem Einverständnis des eigenen Mannes, also deines Vaters?
Richtig, ja. Und sie macht es bis heute noch? Sie macht es bis heute noch. Es ist nur so, dass also meine Eltern haben, als ich 16 war, ein Haus gekauft. Ja. Und es ist irgendwann so gewesen, dass ich bin mit 18 sofort ausgezogen, weil ich halt auch unter diesem ganzen Druck, meine Eltern waren auch sehr streng und es gab auch bei uns Prügel zu Hause und solche Geschichten. Ach, die Eltern waren auch noch streng, sehr. Ja, also ich bin ja auch halb polnisch halt, ne? Mein Vater kommt aus Polen und war halt schon so, dass, wie soll ich erklären? Also, was ich gerade noch fragen wollte, war, du hast es mit 14 erfahren, man hat in der Stadt, wo du wohnst, schon so ein bisschen gemunkelt. Hast du dich da nicht unglaublich geschämt, danach rauszugehen, in die Schule zu gehen? Ja, ich habe auch also in meinem Leben viel Konfrontation gehabt, was das angeht. Und das heißt, du bist gehänselt worden? Ja, ich wurde auf der Straße öffentlich als Hurentochter beschimpft und bloßgestellt. Es war auch in der Schule so, dass ich, von Leuten, die es dann wussten, hier beschimpft worden bin, ne, so Hurentochter und deine Mutter, die macht das und das. Und sehr schwer, sehr schlimm für ein ganz junges Mädchen oder für ein Kind. Ja. Dein Bruder war 12 Jahre alt. Ja. Da, als sie das gemacht hat, hattet ihr das Haus ja noch nicht. Genau. Dennoch, hast du gerade gesagt, sie hat es begründet damit, dass sich so viele Schulden angehäuft haben. Für was wurde das Geld ausgegeben? Warum so viele Schulden? Das weiß ich eigentlich bis heute nicht so richtig. Und meine Mutter, die sagt auch jetzt, also ich denke mal, die Schulden sind abgearbeitet, aber die nächsten Schulden sind natürlich das Haus jetzt, ne, was abgearbeitet werden muss. Ja, so kommt eins zum anderen dann. Eben, und sie sagt auch bis heute, sie wünschte schon, sie hätte das noch früher angefangen. Also so, ne, also wir reden da eigentlich mehr oder weniger offen drüber, aber es... Was macht der Papa vom Beruf denn? Mein Vater ist ein ganz normaler Elektriker. Ja, das ist ja auch sehr ehrenwert und sehr okay und hat da seinen normalen Verdienst. Ja. So, und wenn deine Mutter putzen gegangen ist früher, hätte man... Vorne und hinten wohl nicht gereicht. Und ihr wohntet da zu der Zeit in einer Mietwohnung wahrscheinlich? Genau, zu der Zeit wohnten wir halt in einer Mietwohnung und mit 16 hat meine Eltern das Haus gekauft. Und ich bin dann halt mit 18 auch ausgezogen erstmal und musste aber dann durch irgendeine Notsituation wieder kurzzeitig einziehen, als ich 20 oder 21 war. Und dann war das halt so kurz bevor ich mit meinem damaligen Freund zusammengekommen bin, hatte sie mir gesagt, dass irgendwie der Laden, den sie damals geführt hatte, also ihr eigener Laden dann irgendwann auch, dass der Vermieter wohl irgendwie nicht einverstanden wäre damit, dass sie den Laden da führt und dann musste sie von heute auf morgen den Laden da quasi ja woanders unterbringen und hatte das dann irgendwie gesagt, dass sie das jetzt im eigenen Haus, also das Haus, was ich mal irgendwann erben werde, das, was ich gar nicht mehr möchte, das Haus. Ist das dann so gekommen, dass sie in dem Haus arbeitet? Bis heute, ja. Bis heute? Sie empfängt die Freier in dem Haus? Ja, aber in einer anderen Etage halt, ne? In einer anderen Etage? Ja, aber dann ist doch diese Beziehung, die Ehe zwischen deinen Eltern doch eigentlich auch kaputt, oder? Was ist denn da los? Also ich kann das jetzt nicht beurteilen und will mir auch nicht das... wie ist denn die Stimmung so zwischen deinen Eltern? Komisch. Das glaube ich auch. Also sie gehen zwar öffentlich irgendwo hin, aber es ist auch so, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo arbeite und sie kommt mich besuchen mit meinem Vater, dann ist es auch so, sie sagt auch immer in der Öffentlichkeit, ich soll sie nicht Mama nennen, nur zu meinem eigenen Schutz und unheimlich schwierig für mich, bis heute damit umzugehen. Du bist 26, ne, sagte ich gerade. Hast du einen Freund zurzeit? Also ich habe gerade zurzeit keinen Freund. Aber du hattest ja schon mal einen Freund. Ja, ja. Ist das nicht für dich denn auch sehr schwierig, dieses seltsame Familienkonstrukt da zu erklären? Schämst du dich heute immer noch? Ja, aber es ist so, dass derjenige, in den ich jetzt verliebt bin, der weiß das auch alles. Der ist mit mir nicht zusammen. Aber der weiß das halt alles. Du gehst da offen mit um. Das ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit. Was heißt offen? Ich bin da früher auch nicht mit offen umgegangen. Aber ich habe mir irgendwann gedacht, bevor die Leute reden... Ja, ja, na klar, das ist das Vernünftigste, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Genau. Wie denkst du und wie urteilst du über deine Mutter? Das ist das Kranke daran. Irgendwo liebe ich sie natürlich, weil sie meine Mutter ist. Ne? Und irgendwo hasse ich sie dafür, dass sie das tut. Weil sie auch euch, also deinem Bruder und dir, das so angetan hat als Jugendliche und als Kind. Ja. Aber irgendwo auf einer kranken Weise liebe ich sie auch. Ne? Das ist so schrecklich. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 48. 48. Ja. Wie lange will sie das noch machen? Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich so lange, wie das Geschäft läuft. Ne? Ich weiß es. Hast du denn den Eindruck, dass deine Eltern jetzt durch die, was heißt jetzt, in all den Jahren wohlhabend geworden sind durch diesen Job deiner Mutter? Es ist schon so, dass es ihr irgendwo finanziell gut geht, ja. Mhm. Natürlich, sie muss ja das Haus abzahlen und kann sich da auch hin und wieder mal das und jenes gönnen. Ne? Ja, ja, ja. Und sie hat tatsächlich zu dir gesagt, sie ärgert sich, dass sie nicht schon viel früher damit angefangen hat. Also es ist wohl so, dass meine Mutter da auch dran gekommen ist, weil ihre Schwester das wohl auch macht. Mhm. Also meine Tante quasi. Mhm. Und ja, meine Mutter ist halt aus dem Osten, aus Deutschland. Ne? Ich bin auch da geboren. Und, aber sie hat noch nie versucht, irgendwie dich mit reinzuziehen. Nein, um Gottes Willen. Mhm. Das ist dann ja schon mal sehr, sehr gut. Nee, würde ich auch niemals tun, niemals. Kann ich erahnen, was das für ein Schock ist, wenn man, aber nur erahnen. Wirklich verstehen kann man das nicht, wenn man das nicht erlebt hat. Wenn man als 14-Jährige das erzählt bekommt, finde ich schon sehr schwer. Finde ich auch sehr schwer für dich, mit dieser Familienkonstellation klarzukommen. Ja, also es fällt mir bis heute schwer und ich habe auch, ich denke mal, anfangs nicht dadurch. Ich war jetzt irgendwann mal in Langfeld gewesen, in der Psychiatrie. Mhm. Und das war halt im Februar. Und damals war der Zusammenbruch, warum ich da halt gelandet bin, wegen was anderem, wegen der Ausbildungsstelle, wo ich halt gemobbt worden bin. Aber es hat sich halt immer wieder rauskristallisiert, dass ich eben nur gemobbt worden bin, weil ich halt eben nicht aufgeben wollte, damit ich eben nicht so ende wie sie. Ne? Und verstehe. Ja, dass das natürlich einen Knacks hinterlässt, ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar. Dann würde ich nämlich auch sagen, Sandra, dass du vielleicht auch noch mal ein paar Worte jetzt mit meiner Psychologin sprichst. Ist das okay? Ja, natürlich. Sehr gerne. Dann legst du bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Ich wünsche dir für dein Leben wirklich viel Glück und alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Andrea, 21, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Andrea. Mal eine klare Leitung. Manche Leitungen sind immer so komisch. Ach, klar. Du klingst sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Dankeschön. Also es geht um meinen Ex-Freund mittlerweile. Der ist überraschend weggezogen. Also ich war anderthalb Jahre mit ihm zusammen, habe auch mit ihm zusammen gelebt und bin überraschend in Urlaub gefahren, hatte die Möglichkeit. Und als ich wiederkam, habe ich dann durch mehr oder weniger Zufall oder ein bisschen Rumschnüffeln rausbekommen, dass er drei Wochen später 500 bis 600 Kilometer weit wegzieht. Ja. Also drei Wochen später, was heißt das? Also du kamst aus dem Urlaub zurück, da war er noch da. Genau, da war er noch da. Ich hatte. Und dann weitere drei Wochen ist er weggezogen. Genau. Also ich hatte während dem Urlaub schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und ich wusste auch, dass er wegziehen wollte. Mhm. Er hatte aber gesagt, er wartet doch so lange, bis ich mit dem Studium fertig bin. Mhm. Und dann können wir uns das zusammen mal anschauen, ob das auch was für mich wäre. Und so waren eben die Pläne von ihm aus. Mhm. Und das fand ich auch in Ordnung. Und ich habe dann während dem Urlaub schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Wie lange warst du in Urlaub? Nur 10 Tage. Alleine oder mit einer Freundin? Mit meiner Mutter. Mit der Mutter. Genau. Hast du während dieser Zeit mit ihm telefoniert oder gesimst? Telefoniert und mal per Webcam halt gechattet. Ach so, und da hast du aber schon gemerkt, irgendwie ist was im Busch. Genau, irgendwas stimmt nicht, weil er war auch immer so, dass er sich immer gemeldet hat sonst und weiß ich nicht, immer hinterher war. Und dann kamst du zurück und dann war die Stimmung so schief und dann hast du irgendwas was entdeckt oder wie? Ja, ich hatte schon mal was entdeckt. Das war letztes Jahr im Sommer, habe ich schon mal was entdeckt. Da habe ich Bewerbungen gefunden. Mhm. Die er geschrieben hat, eben halt, er wollte an den Bodensee ziehen und in Österreich arbeiten. Was ja nicht schlimm ist. Nee, das ist nicht schlimm. Mhm. Aber ich habe dann eben halt die Bewerbungen entdeckt, wusste aber nichts davon. Warum hat er dir das nicht erzählt? Ich weiß es nicht. Er hat mir im Nachhinein gesagt, er wollte nur Angebote einholen. Ja. Mal sehen, wie viel man da verdient. Okay, was hast du jetzt gefunden nach dem Urlaub? Genau, da habe ich dann wieder im Internet, also an seinem PC nachgeschaut, weil ich eben dachte, vielleicht findest du wieder Bewerbungen. Mhm. Habe ich aber so nicht gefunden, bin dann ins ICQ gegangen und wusste auch, also zwei Freunde von ihm waren schon runtergezogen. Mhm. Habe dann eben halt da nachgeschaut und habe dann direkt gesehen, dass schon alles geplant war, alles, ja. Aber nun würde ich im ersten Moment sagen, na gut, so schlimm ist es ja noch nicht. Es geht um Bewerbungen und es geht um Job, es geht nicht um eine andere Frau.
Genau, im ersten Moment war es auch ganz okay. Er hat auch gesagt, er möchte mit mir zusammenbleiben, alles in Ordnung. Ja. Ich habe dann auch alles gemacht, ihm geholfen mit den weiteren Bewerbungen, mit Wohnungssuche, bin mit ihm sogar runtergefahren. Ja. Wie viele Kilometer ist das entfernt von dir? Ach, ja, ungefähr 600. Ungefähr 600 Kilometer. Genau. Das heißt, er ist dann da hingezogen und hat auch einen Job da bekommen? Ja, er ist erstmal runtergegangen für Bewerbungsgespräche, ja. Wollte aber direkt da bleiben. Also er konnte bei dem Freund da direkt wohnen und wollte von da aus dann alles weitere regeln. Auch da könnte man ja nur sagen, okay, genau. Man ist jung und der eine macht da was, der andere da, deshalb geht da eine Beziehung noch nicht kaputt. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also ich war schon ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, okay, 3 Jahre habe ich noch vor mir im Studium. Mhm. Fernbeziehungen in unserem Alter, wer weiß, ob das klappt, aber wenn man es will, kann es ja klappen. Genau, ganz genau. Ja. Und er war da eigentlich auch frohen Mutes und dann habe ich gesagt spontan, okay, ich fahre mit dir runter. Ja. Wenn du jetzt dann Mitte Januar war das, runtergehst, ich fahre mit. Mhm. Und das habe ich dann spontan auch gemacht. Dann kam das erste Problem, der Freund von ihm wollte nicht, dass ich mit da übernachte. Es gibt keinen Platz. Mhm. Ja, dann habe ich mir spontan eine Ferienwohnung gesucht, konnte deshalb aber auch nur kurz dort bleiben, weil ich nicht so viel Geld hatte. Mhm. Und ja, mein Freund war lieb, alles klar, alles perfekt. Und als ich dann wieder hier war, hat er sich auch wieder nicht mehr gemeldet. Wieder dasselbe Spielchen. Na, also lange Rede, kurzer Sinn. Er will dich nicht mehr, oder was? Genau, er wollte mich dann auf jeden Fall nicht mehr. Also, er hat jetzt diesen Umzug genutzt, quasi Schluss zu machen. Genau, dich so sang- und klanglos loszuwerden. Mehr oder weniger, ja. Das ist aber bitter, ne? Ja, es war sehr bitter. Also, und vorher lief die Beziehung gut? Es war alles perfekt. Er hat mir sogar noch Haustiere geschenkt und wollte, weiß ich nicht, also... Wir hatten große Pläne. Jetzt seid ihr getrennt. Seit wie viel? Es sind jetzt mittlerweile 6,5 Monate. 6,5 Monate. Telefoniert ihr noch miteinander? Mal? So nicht. Nur wenn er irgendwas möchte, meldet er sich mal im Internet oder so. Ist die Sache für dich abgeschlossen? Nein. Nee, das heißt, du hängst der Sache nach und du liebst ihn schon? Ja, schon ja noch. Ich hänge der Sache noch sehr nach, weil er auch alle 2 Monate eben halt hier hinkommt. Und wir uns immer wieder wegen irgendwas sehen müssen. Nein. Und aber es ist offiziell ausgesprochen worden, wir machen Schluss miteinander, oder noch nicht? Von ihm aus schon, das war ja eben halt auch doof. Er war eben unten und hat sich auch nicht mehr gemeldet. Ich habe ihn dann mal angerufen, ja, sag mal, was ist los? Mhm. Wieso meldest du dich nicht mehr? Und er so, ja, wieso rufst du an? Ich so, wir haben uns jetzt eine Woche nicht mehr gehört. Ich dachte, ich melde mich mal. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, lass uns heute Abend mal telefonieren. Und dann hat er mich abends angerufen und hat dann einfach gesagt, ja, ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Also auch so. Andrea. Ja. Andrea, wenn der das so durchgezogen hat, das ist ja schon eiskalt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und wenn der dann auch noch sagt, lass uns getrennte Wege gehen, ist die Sache vorbei. Ja, im Kopf ist klar, dass es vorbei ist, aber... Ja, ja, aber dann musst du mit deiner Vernunft auch gegen die Gefühle angehen. Ja. So schwer das auch immer ist in solchen Situationen, aber... Irgendwo schon. Also ich den hab auch kannst du vergessen. Den kann ich wohl vergessen. Mhm. Also ich habe einen kleinen Knacks noch so von früher eben und deshalb fällt es mir auch schwer, verlassen zu werden und so Sachen loszulassen und ja. Und ich würde mich an deiner Stelle auch gar nicht mehr melden. Was soll's? Das reißt nur wieder alte Wunden auf und das schmerzt und ja. Ich meine, das ist ja der entscheidende Satz, ne? Lass uns getrennte Wege gehen. Mehr gibt es nicht zu reden. Ich habe auch wirklich alles versucht. Ich wollte eine gute Freundin sein. Habe mir gedacht, okay, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du vergisst das Ganze oder du hilfst ihm jetzt und unterstützt ihn. Und ich habe ihn unterstützt, so gut es ging. Und wenn er dann nicht mehr möchte, dann ja, war es das. Eben, aber es ist halt dann. Es gibt immer noch so viele andere nette junge Männer, Andrea. Blöder, ja. Ich weiß, ein blöder Spruch, wenn mein Liebeskummer, ein absolut blöder Spruch, entschuldige. Aber mach nichts mehr. Ich versuche mich auch nicht mehr zu melden. Ja, das ist das Allerklügste, finde ich auch. Es ist natürlich immer noch schwer, also er kommt auch wieder jetzt irgendwie in ein paar Wochen runter. Nicht besuchen, nein, gar nicht sehen. So. Ja. Ich wünsche dir, wann auch immer, ein ganz großes Glück wieder. Ja, danke schön. Lieber Andrea, tschüss. Ich habe noch eine Frage. Könntest du noch ein Autogramm bekommen? Ja klar, sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Alles klar, danke schön. Tschüss. Elke, 40 Jahre alt. Hallo Elke. Ja, hallo Dumme. Ja. Hallo Elke, guten Morgen. Vollendete Tatsachen gestellt. Ja, und das ist mir passiert am 4.01.2007. Mhm. Da ist meine Partnerin gestorben. Mhm. Sie war 30 und diese vollendete Tatsache, das war einfach, weil... Partnerin heißt, ihr war zusammen. Das war eine Liebesbeziehung. Ja, genau. Mhm. Und
Das Krankenhaus hatte bei den Eltern angerufen, dass es sehr schlecht aussieht. Mhm. Und die Eltern sind hingefahren. Und ich bin, ja, leider Gottes, eine Stunde später erst da angekommen. Da hatten die Eltern schon entschieden, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt werden sollten. Was für eine Erkrankung hatte sie? So genau, ja, das war eigentlich so eine Magensache. Ihr Magen wurde entfernt. Warum? Krebs? Man weiß es nicht. Wie lange wart ihr zusammen? Von 1999 an. So lange? Oder weißt du nichts Näheres über den Krankheitsverlauf deiner Freundin? Sie hatte immer Probleme. Sie ist nie zum Arzt gegangen. Und dann ist sie im September 2006, ging es ihr sehr schlecht. Und selbst da ist sie nie zum Arzt gegangen. Ich habe immer wieder auch den Notarzt gerufen. Mhm. Und ihr habt aber nicht zusammen gewohnt? Doch. Doch, sogar das? Auch das, ja. Und dann hast du sie nicht gedrängt, dass sie mir zum Wenden... Immer wieder. Und sie hat es nicht getan? Nein. Wie alt war sie? 30. Und dann gab es aber so eklatante Schwierigkeiten mit dem Magen, dass der Magen entfernt werden musste. Ja. Aber danach gibt es histologische Untersuchungen, da weiß man, was los ist. Da wurde nichts rausgefunden und nachdem sie, ich sag jetzt mal, gegangen ist, die Eltern wollten auch keine Obduktion. Es ist jetzt offiziell Kreislaufversagen. Wie erschütternd, da verlierst du deine langjährige Freundin. Ja. Und du weißt letztendlich gar nicht, woran sie gestorben ist. Nicht wirklich, nein. Und als du dann in die Klinik kamst, da hatte man die lebensverlängernden Maßnahmen, das heißt irgendwelche Maschinen, hatte man abgestellt schon? Nein, da noch nicht. Ich konnte ihr noch die Hand halten. War sie bei Bewusstsein? Nein, auch nicht. Das heißt aber, du warst dann schon dabei, als sie verstorben ist? Ja. Also während des Sterbens warst du da? Ja, aber ich verstehe das nicht, ich habe das ja auch mitbekommen, als denn alles nacheinander abgestellt wurde, warum ich in dem Moment nicht eingegriffen habe. Was hättest du da tun sollen oder wollen? Den Pfleger, den Krankenpfleger beiseite schieben und sagen, nein, das wird jetzt nicht geschehen. Hm. Das heißt, die Eltern hatten das so entschieden, dass das getan werden soll. Sowas macht man ja auch nur nach einem sehr, sehr langwierigen Krankheitsprozess. Ja. Und wenn alle Hoffnungen wirklich geschwunden sind. Wie war denn die Situation so einige Tage und Wochen vorher? Sehr schlecht. Es war wirklich sehr schlecht, aber... Wie lange lag sie denn schon im Krankenhaus? 3 Monate. Ah ja. Und wie oft hast du sie besucht? Jeden Tag. War sie noch lange vor ihrem, also bis kurz vor ihrem Tod ansprechbar? Ein Tag vorher, 2 Tage oder so? Als sie im Krankenhaus war, nein. Die ganzen 3 Monate nicht mehr? Nein. Da ging gar nichts mehr. Wie war denn dein Verhältnis zu den Eltern deiner Freundin? Eigentlich sehr gut. Also zu der Mutter sehr gut. Der Vater, glaube ich, war immer ein wenig eifersüchtig auf mich. Ich wundere mich auch dann, du warst ja dann quasi integriert irgendwie in die Familie nach so vielen Jahren. Ja, wir haben auch immer alle gemeinsam ein wunderschönes polnisches Weihnachtsfest gefeiert. Ja. Es war sehr schön. Deshalb wundere mich, das ist ja nun... eine ganz gravierende Entscheidung, dass das nicht gemeinsam dann mit dir besprochen wurde. Ja, was auch ganz schlimm ist, weil wir haben ja zusammen gelebt, wir hatten eine gemeinsame Adresse und kurz bevor alles war, da war sie schon im Krankenhaus, aber der Vater hatte denn sie einfach abgemeldet von unserer gemeinsamen Adresse und hat sie bei sich wieder angemeldet. Und ich wusste davon nichts. Aber das deutet doch schon auf Misstrauen hin oder auf eine gewisse Distanz. Normale, gute Verhältnisse sehen anders aus. Ja, deswegen ist mein Verhältnis auch zu den Eltern sehr ambivalent. Machst du dir heute Vorwürfe in irgendeiner Richtung? Ja. Ich hätte es nicht zulassen sollen, dass die Geräte abgeschaltet werden. Hatte sie denn noch eine Chance? Laut den Ärzten, nein. Was glaubst du?
wenn ich ganz tief in mich hineinhöre, sage ich auch nein. Weil das wird ja nun wirklich nicht leichtfertig getan. Das macht man ja... Ja. Ja, aber du erlebst es anders und du hast es anders, du siehst es anders und denkst anders darüber. Ja. Irgendwas ist in, ja. Ist natürlich, auf einmal kommt da so ein katholischer Pastor rein und gibt ihr die Sterbesakramente. Ecke, ich muss dich wirklich ganz unhöflich unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Wir werden uns gleich nochmal bei dir melden. Okay. Bis gleich. Tschüss. Okay, ciao. In der Technik, Patricia Unger und Volker Tarke. Morgen 1 Uhr sind wir wieder da. Schöne Nacht.